Vor allem in asiatischen Ländern gibt es die Volksweisheit: Achte nicht darauf, was jemand sagt, sondern darauf, was er tut. Denn nur Taten sind echt und Reden ist einfach. Und jetzt starrt wirklich alle Welt heute Abend auf die FED-Sitzung. Und die FED hat schon viel gesagt, ein ganz klein bisschen etwas getan mit einer Zinsanhebung. Heute soll der Schritt ins Größere tun kommen. Man will nämlich die Zinsen wahrscheinlich um 0,5% anheben und dann vor allem einen Plan der Bilanzreduzierung heute den Märkten präsentieren. Da ist also schon deutlich mehr tun als nur sagen. Und jetzt ist die Frage, naja, wie viel können Sie denn tun und was haben Sie gesagt und wie ist da die Relation zwischen dem, was möglich ist, mithin also die Fallhöhe der USA in Relation zur hawkischen Rhetorik der US-Notenbank FED, das will ich in diesem Video vor der FED-Sitzung Ihnen nochmal kurz zur Darstellung bringen. Heute Morgen hatte ich schon gezeigt, die FED hat 2020 gesagt, Inflation ist viel zu niedrig, wir müssen sie nach oben bringen, wir wollen die Wirtschaft aus der Rezession rausholen und damit auch die Inflation nach oben bringen. Jetzt ist es so, dass die Inflation außer Kontrolle ist und die FED wohl nichts anderes tun kann, als die US-Wirtschaft dann wieder in eine Rezession zu bringen. Die Märkte sind sehr negativ gewesen in letzter Zeit, weil einfach diese hawkische Haltung der FED sich jetzt wirklich auf die Märkte auch übertragen hat. Man hat ja lange das Ganze ignoriert, hat lange noch weitergespielt, hat gesagt, ach, lass die reden. Sie werden sowieso nichts tun, aber plötzlich ist einem an der Wall Street der Ernst der Lage klar geworden. Und dann war ein bisschen Verunsicherung mithin greifbar. Jetzt viele Banken, die gesagt haben, mehrfach 0,5er Zinsschritte, sogar 0,75 Zinsschritte, also da ist eine sehr negative Stimmung und dadurch gibt es das Potenzial, es muss nicht so kommen, das ist nicht sicher, aber es gibt durchaus die Chance, dass wir dann nach der FED einen Rebound sehen. Ob es so kommt, werden wir nachher sehen. Was die FED tun wird, ist nicht die Zinsen um 0,75% anzuheben, sondern nur um 0,5%, alles andere wäre wirklich eine faustdicke Überraschung, da die FED signalisiert hat, wir werden 0,5% anheben. Jetzt kommen wir mal zu der Frage, was steht eigentlich auf dem Spiel? Hier unten sehen wir Wall Street zu Main Street, also praktisch Finanzsektor zu anderen Assets in Prozent zum BIP. Und wir sehen, das ist mehr als das Sechsfache. Wir haben also einen sehr stark aufgeblähten Finanzmarkt. Das sehen wir oben in der Grafik auch. US Household Net Worth, also das Vermögen der US-Haushalte, massiv höher als noch in der Dotcom-Blase, massiv höher als auf dem Hochpunkt der Hausblase, der US-Immobilienblase. Also die Amerikaner sind immer reicher geworden, wie durch ein Wunder. Und dementsprechend steht viel auf dem Spiel, können die Amerikaner sehr viel verlieren. Das gilt auch und besonders für die Aktienmärkte und auch und besonders für die Tech-Schwergewichte in den USA. Hier sehen wir mal den FANG Plus Index mit der Bilanzsumme der 5 größten Notenbanken der Welt. Und wenn Sie da Ähnlichkeiten erkennen, dann sind die rein zufällig und mit Sicherheit nicht beabsichtigt. Also da gibt es durchaus eine gewisse Relation, könnte man sagen. Jetzt schauen wir uns mal an, wie schaut es denn eigentlich aus? Wie viel Prozent der Marktkapitalisierung haben die amerikanischen Aktienmärkte? Die Antwort ist 56%, knapp 56% Ende 2021. Dann kommt Japan, kommt also lange nichts und dann kommt Japan mit 7,4%, dann China 5,4%, UK 4,1% und dann Frankreich und Deutschland und die Schweiz mit unter 3%. Also eine absolute Dominanz, das spiegelt sich dann auch in vielen ETFs, die die Weltmärkte abbilden, MSCI World oder der ACWI. Das sind diese Dickfische, diese riesigen ETFs, in denen aber sehr, sehr viel USA ist, in denen sehr viel US-Tech-Werte sind. Also das ist eine gewisse Gefahr für die Welt auch. Für Investoren, die eigentlich weltweit investieren wollen. Es ist ein Klumpenrisiko und vor kurzem war die Marktkapitalisierung der US-Aktienmärkte noch bei 50 Billionen. Jetzt sind wir ein bisschen drunter. Das BIP der USA ist 26 Billionen, also fast oder um und bei Pi mal Daumen das Doppelte des BIPs. Also da ist natürlich eine Menge, was da auf dem Spiel steht, eine Menge an Geld, was in diesen Märkten ist und da muss die FED schon sehr genau aufpassen, was sie tut und was sie macht, wenn sie das nicht gefährden will. Hier sehen wir nochmal die größten
Aktien der Welt, die Aktien mit der stärksten Marktkapitalisierung. Und da sehen wir Apple, Microsoft und wie sie alle heißen. Amazon ist jetzt ein bisschen kleiner geworden hier, dieser Kreis. Aber wir sehen, da ist unglaublich viel aus den USA. Dann ein bisschen China und der Rest sind so kleine Punkte, die kaum erkennbar sind. Also auch hier sieht man die massive Dominanz. Schauen wir dagegen mal auf die Wirtschaftsleistung. Ende 2021 sehen wir USA um und bei 23 Billionen Dollar. In Dollar wäre China bei 16,8 Billionen. Kaufkraft bereinigt wäre China allerdings jetzt schon größer und dann ist Europa noch ein Riesenbatzen. Das bringt vielleicht die faktische Wirtschaftskraft durchaus auf den Punkt. Da können die Europäer in der Summe durchaus mit den USA mithalten. Naja, auch mit China mithalten, wenn man so will. Also da ist eine gewisse Dreiteilung der Welt erkennbar, die an den Aktienmärkten überhaupt nicht erkennbar ist. Das ist ein interessanter Punkt. Wie stark sind eigentlich die Amerikaner jetzt so als Wirtschaftsmacht, die mit der Welt Handel treibt? Im Jahr 2000, das ist oben hier diese Grafik, dunkelblau, das waren alle Länder, die mit den USA am meisten Handel hatten. Das heißt, da war USA, waren die Amerikaner der Handelspartner Nummer 1. Jetzt im Jahr 2020 sehen wir, ist fast alles rot, sind die Chinesen der Handelspartner Nummer 1 für fast alle Länder auf der Welt. Das ist das, was sich faktisch geändert hat. Also wir sehen, wie die Dinge sich hier in 20 Jahren massiv verschoben haben. Die United States nur noch in 25% der Fälle. Wichtigste Handelspartner, die Chinesen mit 75%. Also das ist schon eine heftige Grafik. Und jetzt gucken wir mal auf das, was die Amerikaner immer reicher gemacht hat. Vor allem, das war auf der einen Seite natürlich der Aktienmarkt, aber auf der anderen Seite auch der Immobilienmarkt. Wenn wir uns hier mal die Immobilienpreise oben in der Grafik anschauen, dann waren wir auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase bei einem durchschnittlichen Preis für eine US-Immobilie bei um und bei 260.000 Dollar. Jetzt liegt eine durchschnittliche Immobilie in den USA über 400.000 Dollar. Es ist nicht ganz das Doppelte, aber wir sind weit, weit höher als noch auf dem Hochpunkt der amerikanischen Hausmarktblase. Und unten sehen wir, dass auf dem Hochpunkt dieser Hausmarktblase fast 70% der Amerikaner Eigenheimbesitzer waren. Dann ging das stark zurück, weil viele eben dann praktisch ihr Haus verloren haben, weil sie das Haus der Bank zurückgeben mussten, ihre Kredite nicht mehr bedienen konnten, ihre Immobilienkredite. Jetzt sehen wir aber, dass der Anteil der Amerikaner wieder deutlich steigt. Wir sind jetzt etwa bei 68%, also mehr als zwei Drittel sind Hausbesitzer, sind Immobilienbesitzer und haben da maßgeblich profitiert von dem Anstieg der Immobilienpreise. Und in den USA ist es sehr gängig und üblich, dass man seine eigene Immobilie als Kreditkarte nutzt. Man geht also zur Bank oder die Bank geht auf einen zu und sagt, Mensch, dein Haus ist doch viel mehr wert geworden. Willst du nicht zusätzlichen Kredit haben, weil deine Sicherheit ist ja mehr wert? Und dann haben die Amerikaner sich da richtig vollgesogen, immer mehr Kredit, haben also immer stärker die eigene Immobilie beliehen. Dementsprechend sind die Risiken natürlich am US-Immobilienmarkt gigantisch. Dazu kommt diese gigantische Verschuldung. Wir sind bei 88,3 Billionen Gesamtverschuldung, also Haushalte plus Firmen plus der amerikanische Staat. Wenn da die Zinsen auf 3-4% steigen, dann wird das richtig teuer, dann kostet das richtig Geld. Also auch da muss sich die Fed überlegen, wie weit kann man gehen. Jetzt sehen wir hier mal, naja, die Amerikaner haben also massiv Schulden aufgehäuft, vor allem der Staat auch aufgehäuft durch diese Stimulusmaßnahmen, Helikopterschecks. Sie wissen Bescheid. Jetzt schauen wir uns mal an, wie muss praktisch jeder Dollar investiert werden, damit er irgendetwas bringt. Also wie viel Dollar Schulden muss ich machen, um 1 Dollar Wachstum zu erzielen? Die Antwort ist etwa 4,20 Dollar bis 4,30 Dollar. Das heißt, ich muss immer mehr Dollars aufbringen, um 1 Dollar Wachstum überhaupt zu erzeugen. Und das bringt das ganze Problem dieser Welt wahrscheinlich auf den Punkt. Durch Schulden, 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 immer noch mehr Schulden versucht man irgendwie zu kaschieren, dass das Ganze eigentlich nicht mehr so richtig rund läuft und nur durch permanente Neuverschuldung irgendwie noch am Laufen gehalten werden kann. Und jetzt sagt die Fed also, wir werden die Bilanzsumme reduzieren, wir werden die Zinsen anheben, jetzt steigen die Kreditzinsen deutlich an, die Anleiherenditen steigen deutlich an, diese Schulden werden also teurer, die hier aufgehäuft wurden. Wie lange kann das gut gehen? Naja, es geht bei den Amerikanern eben noch gut, weil der Dollar die Dominanzwährung ist dieser Welt, weil sie den Dollar drucken können. Sie sind also Profiteure.
dieses Dollars und können sich deswegen ein Leben über ihre eigentlichen Verhältnisse leisten, weil viel Geld eben in den Dollarraum fließt, weil A, die Märkte dort sehr gut entwickelt sind, weil es ein Rechtsstaat ist, gerade für Eigentumsfragen ist man natürlich lieber in den USA als in China oder woanders, wo man jederzeit dann enteignet werden kann, vor allem in China, in Russland, in solchen Ländern, wo es eben keine wirkliche Rechtsstaatlichkeit gibt. Das war also und ist das große Asset, die Dollar-Dominanz, dazu ein entwickelter Kapitalmarkt und dazu eben auch wirklich eine Verlässlichkeit des Justizwesens, mindestens was Eigentumsfragen betrifft. Dementsprechend dürfte Paul und dürfte die Fed, wenn man die Zinsen zu weit anhebt, doch durchaus ein paar Anrufe kriegen. Hier sehen wir unten ein Tier, das durch QE, durch das Drucken von Geld durch die Fed immer stärker gemästet wurde. Aber wie geht das jetzt weiter? Wir haben nämlich dann die Inflation bekommen, nicht nur durch das Gelddrucken der Fed, das hätte nicht ausgereicht. Aber wenn die Geldmenge massiv steigt und dann noch bestimmte Faktoren dazukommen, wie Lieferengpässe, Materialmangel etc., wenn also das Angebot an Gütern nicht dem Geldmengenwachstum irgendwie entsprechen kann, dann steigen die Preise, dann haben wir Inflation und wir haben heute den ISM-Index aus den USA bekommen, Dienstleister. Das ist das Einzige, was noch weiter gestiegen ist, sind die Preise. Und da heißt es fast apokalyptische Aussagen bei den Befragten von dem ISM. Da ist zum Beispiel eine Aussage, die ich besonders interessant finde. Der Kostendruck beginnt jetzt die Nachfrage zu dämpfen. Das ist genau der Punkt. Die hohe Inflation dämpft irgendwann die Nachfrage. Dadurch wird dann das Wirtschaftswachstum immer geringer. Und die Fed wird da noch einen draufsetzen, um die Financial Conditions zu straffen. Diese Grafik oben hatte ich schon mal gezeigt. Wir sehen, dass global die Einkaufsmanager-Indizes bereits schrumpfen. Wir sehen unten in der Grafik nochmal die Preiskomponente in dem heute veröffentlichten ISM-Service-Index. Die Inputpreise, neues Allzeithoch, haben wir noch never ever in der Form gesehen. Das ist unglaublich, was da passiert und das hinterlässt eben Spuren und die Fed muss dagegen vorgehen. Aber wie kann man dagegen vorgehen, wenn man selber in der Falle sitzt? Wenn man zu stark dagegen vorgeht, dann knallt einem das Ganze um die Ohren, weil die Fallhöhe so groß ist, weil die Verschuldung so hoch ist, weil die Bewertungen so hoch sind. Was tun? Ich möchte nicht in der Haut der Fed stecken. Im Jahr 2010 konnte Ben Bernanke noch in aller Naivität sagen, höhere Aktienpreise, die werden den Wohlstand der Amerikaner boosten, also nach oben bringen. Das schafft dann Vertrauen. Dadurch werden die Leute mehr Geld ausgeben. Ja, das war der Mechanismus, der sozusagen als Antwort auf die Finanzkrise installiert wurde. Und es scheint geklappt zu haben. Die Amerikaner, vor allem die Amerikaner, leben in einer gigantischen Wohlstandsdimension, die letztendlich auf dünnem Eis gebaut ist. Und dieses Eis kann die Fed durchschlagen, wenn sie Fehler macht. Und dann geht es aber rapide und sehr heftig nach unten. Ja, Jerome Powell war immer derjenige, der lange Zeit die Gleise zusammengehalten hat. Aber plötzlich dann die Wandlung vom Saulus zum Paulus im November letzten Jahres, als er den Auftrag von Biden bekommen hat, bekämpfe mir die Inflation. Seitdem ist er nicht mehr so freundlich zu den Märkten, versucht nicht mehr die Gleise irgendwie zusammenzufügen. Und man hatte sich so dran gewöhnt. Und deswegen hat die Wall Street so lange gebraucht, das zu kapieren, weil eben der Dealer immer mit den Drogen kam und gesagt hat, hier kannst du haben. Und dann hat die Wall Street sich die Droge reingezogen und hat gesagt, die Droge ist doch selbstverständlich. Es wird nie anders. Buy the dip. Stocks always go up. Und jetzt stellt man fest, oh, der Dealer will die Droge nicht mehr ausreichen, sondern mir sogar Drogen wegnehmen. Das geht aber nicht. Und dementsprechend reagiert man verschnupft und möchte jetzt, dass alles wieder so wird wie früher. Aber Ben Bernanke konnte 2010 noch sprechen in einer Situation, als die Inflation kein echtes Problem war. Jetzt ist sie ein riesenechtes Problem. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt diese ganze Russland-Thematik, Ukraine-Krieg, Sanktionen über Sanktionen. Das ist auch für die Amerikaner ein Problem, natürlich vor allem für die Europäer ein Problem. Aber Putin hatte da schon die Hände an einer empfindlichen Stelle mit Öl und Gas, wie Sie hier vielleicht unschwer erkennen können. Also was tun? Kommen wir jetzt mal zur anderen großen Notenbank, der Europäischen Notenbank. Hier hat Frau Schnabel Zinswende im Juli sei denkbar gesagt, einige merkwürdige Aussagen gemacht, die man sich auf der Zunge zergehen lassen. Gleichwohl bliebe die Geldpolitik, auch wenn wir die Zinsen anheben, akkommodierend, also unterstützend. Was will man denn unterstützen? Die Inflation, das ist die große Frage dazu. Morgen ja
19 Uhr, Boom und Bust, da werde ich Ihnen den Link, den Live-Link, da also, wo Sie morgen ab 19 Uhr das Ganze abrufen können, gleich mal unter das Video packen. Thema bei Boom und Bust, da ist ein Gespräch mit Jörg Krämer, dem Chefvolkswirt der EZ, nicht der EZB, der Commerzbank, wird sein, Inflation, ist die EZB noch zu retten? Das wird ein interessantes Gespräch mit Jörg Krämer. Übrigens, der Stefan Risse ist morgen nicht dabei, weil er verhindert ist, terminlich verhindert ist, aber sonst natürlich klar weiter an Bord. Also ein Gespräch zwischen Jörg Krämer und mir. Ich freue mich schon sehr drauf und möchte Ihnen noch zwei Artikel hier zur Darstellung bringen. Einmal Inflation, Ukraine-Krieg, zündet zweite Stufe, nämlich der Inflation. Was nun EZB, wie die EZB zu ihren Finanzuntertanen spricht, das ist teilweise wirklich hochkomisch. Diesen Artikel werde ich Ihnen von Georg Habe nicht hier verlinken. Und dann, wer sich interessiert, wie die Fed jetzt agiert oder beziehungsweise was die Kurse machen, der sollte das Video von Rüdiger Born gucken. Kurz vor der Fed, Blick auf den Nasdaq mit eben jenem Rüdiger Born, also drei Links, diese beiden Artikel plus Live-Link für morgen 19 Uhr. Ich sage Servus um 20 Uhr. Werden wir das Fed-Statement auf finanzmarktwelt.de veröffentlichen und auch kommentieren und dann vor allem 20:30 die Pressekonferenz mit Live-Feed von Jerome Powell und meinen Anmerkungen dazu, wie das Ganze zu verstehen ist. Also ab 20 Uhr rein bei finanzmarktwelt.de, wenn Sie wissen wollen, was passiert. Und bis dahin diese drei oder zwei Artikel plus diesen Live-Link. Das war's von meiner Seite. Ich sage Servus und Ciao, bis nachher.